Triumphaler Sieg im letzten Vorrundenmatch. Die Wasserfreundinnen Spandau 04 behalten gegen den Tabellenzweiten, den SV Bayer Uerdingen 08, mit 19:7 die Oberhand. Wir haben besser kommuniziert in der Verteidigung und konnten dadurch dann halt relativ schnell in die Konter gehen und ja auch relativ zügig abschließen. Die Spandauerinnen starten zunächst mit einigen Schwierigkeiten ins Spiel, während die Gäste durch verwandelte 5 Meter immer wieder gefährlich nah an den deutschen Meister herankommen. So steht es zwischenzeitlich 2:2. Doch dann die Wende. Die Wasserfreundinnen zeigen eine starke Ballkontrolle und bestimmen das Tempo nach Belieben. Sie zwingen die Gäste in die Defensive und erspielen sich eine Reihe von Torchancen, die sie konsequent nutzen. Hierbei sticht besonders die Neuseeländerin Gabrielle Milicic hervor, die innerhalb kürzester Zeit 3-mal die gegnerische Torfrau überwindet. Der Halbzeitstand von 11:5 spiegelt deutlich die Dominanz des Tabellenführers wider. Wir haben uns dann zurückgekämpft, haben dann weiter unser Spiel gespielt und haben auch dann mehr auf unsere Verteidigung geachtet und dadurch ist das Spiel dann auch ins Rollen gekommen. Die Überlegenheit der Berlinerinnen setzt sich auch in der zweiten Halbzeit fort, während Elena Ludwig und Gesa Deike auf 17:6 für die Gastgeber erhöhen. Schließlich sichern sie sich einen überzeugenden 19:7 Sieg. Als beste Torschützin des Spiels und der Liga unterstreicht Gesa Deike ihre überragende Leistung mit 6 Treffern. Wir wollen jetzt nochmal hart trainieren, auf unsere Fehler achten und einfach das jetzt nochmal analysieren, was wir falsch gemacht haben und besser machen. Mit diesem Sieg haben die Wasserfreundinnen ihre Position als Tabellenführer erfolgreich behauptet und sich eine starke Ausgangsposition für die Playoffs gesichert. Die Damen um Marco Stamm treffen im Halbfinale auf den SV Blau-Weiß Bochum. Das erste Spiel findet am 11. Mai 2024 in Bochum statt.